Hey Leute, willkommen zurück zu Pineview Drive. Weiter geht's in der Geistervilla. Ich höre wieder, dass sich hier irgendwas bewegt, ne? Es ist Knarzen wieder. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, Leute. Ich muss mal ein bisschen suchen. Irgendwas muss ich ja getan haben, denn wir haben jetzt unten eine Tür geöffnet. Aber dort ging es absolut nicht weiter. Und ich frage mich gerade, was ich übersehen haben könnte. Ja, die ist immer noch verschlossen. Da ist noch die Kerze hier. Ah, mach doch nicht immer Psst. Alte. Jetzt hätte ich Angst davor. Das erschreckt mich nur kurz. Na, bewegst du wieder deinen Kopf für uns? Ich höre wieder Menschen, also jemanden hier rumlaufen. Ist auch nichts Neues. Ich muss noch mehr Schlüssel finden. Einen Schlüssel erstmal zumindest. Was hat es eigentlich mit dem Licht auf dem Gartentisch auf sich? Was? Ach gut, dass du mir einen Hinweis gibst, danke dafür. Dem Licht auf dem Gartentisch. Wo ist hier ein Gartentisch? Ach so, hier vor der Haustür wahrscheinlich. Nee. Ich schätze dann mal im Garten hinten. Ich warte nur, dass die sich irgendwann mal zu mir dreht. Und sagt, moin. Oh, Leute, ich renne hier hinter, weil das ist... Ich wäre schon sowas von weg von diesem Grundstück, ne? Schon sowas von lange wäre ich weg. Ich würde hier keine Sekunde länger bleiben an seiner Stelle. Das Licht auf dem Gartentisch. Haben wir es ja. Aber ich finde das voll gut. Ich weiß nicht, ob das vorher schon drin war. Aber das ist klasse mit diesem Hilfesystem. Sehr gut. Nochmal die Vogelscheuche abchecken. Na? Was war das für ein Geräusch? Jetzt kommen gleich die UFOs oder was? Oh, das ist so unheimlich. Ist zu. Kacke. Das meine ich, das ist die eine Tür, die muss da reinführen quasi. Also nicht quasi, die muss da reinführen von der anderen Seite. Schon wieder die Schaukel. Na, Geistermädchen. Bist du am Schaukeln und ich sehe es nur nicht? Habe ich mir gedacht. Ah, ich bin so froh, wenn ich wieder drin bin, Leute. Ich will hier gar nicht viel reden. Die knacksen wieder hier einen rum. Habe ich oben das Licht nicht aus... Ich habe das Licht doch angemacht. Oh. Irgendwann macht sie mal die Augen auf und dann guckt sie mich genau an. Ich sag euch das. Und dann gibt's wieder Geschrei. Nee, warte mal. Ich gehe erstmal hier unten weiter, bevor ich jetzt nach oben gehe. Muck das Ding up. Clown, ey. Jawoll. Oh, da gibt's einen Hummer. Okay. Oh, die haben mir Fisch aufgehängt zum Trocknen. Nicht doof, nicht doof. Seit heute kreisen ständig Krähen über dem Haus. Teilweise ist es draußen kaum auszuhalten, wegen dem Lärm, den sie machen. Ich frag mich, was die Quietscheente hier im Regal gesucht hat. Tag 8. Also es kann auch sein, Leute, dass eine Folge mal ein bisschen kürzer wird, weil ich möchte halt immer nach einem Tag beenden.
Und ich nehme jetzt schon den dritten Part am Stück auf. Irgendwann ist auch mein Nervengerüst mal im Eimer. Deswegen hoffe ich, ihr versteht das. Wenn mal eine Folge nur so 15 Minuten dauern sollte. Dafür kommt sie ja jetzt auch täglich, von daher. Ich gehe erstmal nach oben. Alter, richtiges Gewitter jetzt draußen. Finde ich schön. Wie gesagt, ich mag Gewitter. Ich fühle mich da immer ganz wohl bei. So, erstmal über Licht. Wunderschön. Hier fehlt mir noch ein Schlüssel. Unten fehlt mir keiner mehr, glaube ich. Und hier hinten fehlt mir noch ein Schlüssel. Oh, es ist bald schon wieder 8, ne? Und die Uhren sind aber alle synchron. Guck mal, die sind alle gut gestellt, als würde hier wirklich regelmäßig jemand durchgehen. Und die ganzen Dinge aufeinander abstimmen. Oder halt eben wirklich auch gut stellen, so wie es gehört. Waren hier... Ne, die habe ich schon, die Streichhölzer. Ne, hier war doch keine Tür mehr verschlossen. Hier habe ich alles geöffnet, soweit. Na, mach's wieder, pst. Hä? Hä? Dieses Kleid, irgendwie ist das... Erinnert mich so ein bisschen an das von Elizabeth aus Bioshock. So ein bisschen. Weiß auch nicht warum. Vielleicht wegen dem blauen Rock. Auch wenn er nicht ganz so die Farbe hat. Bei weitem nicht die Farbe, ist viel zu blass. Ich finde das gerade richtig schön, ne? Dieses Geräusch und alles. Diese Kulisse. Sehr schön. Ich mag so gerne Gewitter. Hier auch nichts mehr. Muss ich wohl wieder runter. Ah! Oh Mann. Ja, ist klar. Wenn die Lampe platzt, dann ist natürlich kein Licht mehr da, ne? Oh, ist jetzt überall das Licht weg? Nein, oder? Oh nein, jetzt habe ich nur noch Kerzen. Oh Kinder, das könnt ihr doch nicht machen. Das war immer so mein Lebensretter hier, dieses Licht. Jetzt auf einmal ist alles düster und schwarz. Habe ich irgendwo im Keller einen Sicherungskasten oder sowas? Oh nee, die sind alle geplatzt. Oh Kacke, warum sind jetzt alle Lampen kaputt? Das ist doch scheiße. Da hätte ich mir die Kerzen besser aufgespart, die Streichhölzer. Ja, dummer Clown. Ha! Kätzchen! Kätzchen! Wo ist Kätzchen? Sei lieb, Kätzchen. Fernseher ist auch futsch. Mann, ey. Der Typ steht wieder hier. Genau. Wird immer schlimmer alles. Da kommt mal eine Quietscheente. Einfach so. Oh, Streichhölzer, danke. Lass mich raten, irgendwo ist wieder was. Na, guck mal, die Birnen alle kaputt hier. Alles kaputt. Soll ich mal in den Garten gehen wieder? Wahrscheinlich bekomme ich gleich einen Tipp oder sowas. Tröterichter. Das mal ein bisschen aus, auch wenn ich dann kaum was sehe, aber ich hoffe, ihr seht noch einigermaßen. So ein bisschen zumindest. Ich meine, es wird ja immer ein bisschen erhellt durch den Blitz. Ist da oben noch was? Nee. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel aufgetaucht. Oh.
cool. Es ist so laut. Kein Schlüssel. Oh, ich lasse das mal kurz aus, die Taschenlampe, dann sieht man die Blitze auch viel besser. Oh, geil, Leute, geil. Jetzt muss man sich mal vorspielen, was da für Kräfte am Werk sind. Kein Schlüssel. Ich hätte gern noch mal einen Tipp, guter, lieber Protagonist. Ne? Ja, die Arme bewegen sich. Guck mal. Oh. Warum gehst du nicht auf? Komm, lieber Mensch, gib mir mal einen Tipp. Sag mir, was ich tun soll. Ist auch nichts. Ja, die Lampe anmachen bringt hier eh nichts, weil es blitzt die ganze Zeit. Kurz gucken kann ich ja damit. Ist auch nichts. Kein Schlüssel. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll gerade. Soll ich im Haus nochmal alles durchsuchen? Ist das angeraten? Oh. Glaube ich gerade Mist. Soll ich vielleicht mal wieder zum Auto zurück? Ich meine, die Tore sind auf. Ich kann jederzeit gehen, oder? So rein theoretisch. Wahrscheinlich will er das aber nicht. Wieder ins Haus zurück. Ich weiß, ich denke nicht, dass es irgendwie weitergeht, sonst. Mann, Leute, das mit den Birnen ist total mistig. Das ist total mistig. Mit was hat die Katze da vorhin eigentlich auf dem Teppich vor dem Fernsehzimmer gespielt? Aha. Darauf habe ich gewartet. Ich habe gar keine Katze gesehen, ich habe sie nur gehört. Ach, da, da liegt ein Schlüssel. Ich habe echt keine Katze gesehen, Leute. Nö. Nö. Ich höre es wieder knarksen, ne? Es ist nicht mehr feierlich hier. Hier war auch nichts Neues, ne? Es sind nur die Gläser. Ich will nicht noch eine Batterie verschwenden. Oh Gott, Leute. Bedrückend. Da muss ich wieder hoch. Leute, das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, dass ich hier kein Licht mehr habe. Ich sehe so gut wie nichts, ne? Ich renne jetzt die ganze Zeit durchs Halbdunkle und weiß nicht, was uns hier erwartet. Ach, warte mal. Hier eventuell. Habe ich ja immer noch nicht geöffnet. Ja! Ja! Kein Licht natürlich. Oh, da geht's ja nochmal rauf. Ach, du Kacke. Ist verschlossen. Ja, komm, jetzt kann ich immer wieder eine Batterie nachlegen. Ich finde bestimmt bald wieder hier was. Oh, genau da. Batterien. Streichhölzer.
Da hätte ich erstmal die Kerze anmachen sollen. Ein Schlüssel. Und noch mehr Batterien. Ah, ist das schön. Jetzt kann ich auch mal wieder ein bisschen mehr Licht machen hier. Nein. Ja. Ah! Das war nur ein Mäuschen. War nur ein Mäuschen. Alles gut. Nur ein Mäuschen. Maus, Maus. Oh. Und die Streichhölzer merke ich mir. Noch brauche ich sie nämlich nicht. Ach, verdammt. Muss ich ja doch nach oben. Oh, Leute. Da geht's ja noch weiter rauf. Ich bin gerade total verkrampft. Das gibt's doch gar nicht, wie groß das hier noch ist. Kann er nicht mal tagsüber die... Alter. Kann er nicht mal die ganzen Lampen reparieren, so tagsüber? Oh, hier passt das, super. Super. Noch ein Schlüssel, sag mal. Ein Hinweis. Ich glaube, den lese ich jetzt schon. Die alte Clownpuppe macht Linda von Tag zu Tag mehr Angst. Sie traut sich kaum noch an ihr vorbeizugehen. Och, musst du das jetzt sagen, ja? Gut, Leute, aber wie gesagt, neuen Tag jetzt anzufangen lohnt nicht. Wir sind schon in Tag 9. Es geht ja eigentlich vom Fortschritt her. Also mit dem hier sind es jetzt noch 22. Das ist schön, ne? Fast ein Drittel haben wir ja. Na gut, Leute, ich würde mich sehr über Likes und Kommentare freuen. Ich bin jetzt erstmal fertig. Außerdem ist es schon sauspät und ich muss ins Bett. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet zu Pineview Drive. Bis dann.